Es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich bin selber oft an Grenzen gekommen. Und ja, es war abenteuerlich. Wo bist du vor allem an Grenzen gekommen? Ja, bei diesen Pässen. Wir haben ja 3 Pässe gemacht. Am Anfang schon 2 und jetzt der letzte. Und dort, ja, das war schon eine Herausforderung. Wie war die Herausforderung jetzt so in der Gruppe auch mit den 3 Jungs? Also ich bin erstaunt, wie gut dass sie mitgemacht haben, wie wenig sie verweigert haben. Sie haben sogar geholfen, wenn ich selber am Anschlag war. Sie sind gekommen und haben gefragt, geht's. Und es hat mich ganz schön gedüngt. Also, was waren sonst noch so spezielle Momente für dich? Es war in dieser Gruppe ein Jugendlicher dabei, den ich auch in der Schule habe. Und ich persönlich habe jetzt das Gefühl, unsere Beziehung hat sich enorm verbessert. Also wir sind uns mental sehr viel näher gekommen. Es ist noch schwierig zu beschreiben, aber er ist sehr viel mit mir gelaufen, hat sehr viel erzählt und gefragt. Und ja, ich denke, das ist eine einmalige Gelegenheit, das hast du sonst nie. In einem Heim hast du den Platz nicht. Also denkst du, ist eigentlich auch noch eine gute Möglichkeit, jetzt als Lehrerin mit einem Schüler so lange unterwegs zu sein? Jetzt ist es noch schwierig, weil es hat genauso gut nach hinten losgehen können. Dass sie, aber wenn sie verweigern, jetzt bei diesem Track ist es super gut gegangen. Und ich würde auf jeden Fall noch einmal mitmachen und noch einmal probieren. Ja, weil die Chance ist 50-50. Was denkst du jetzt mit den anderen Schülern, die ja jetzt nicht mit dir unterwegs waren und eigentlich nicht so eine enge Beziehung können binden, also ja, aufbauen, wie jetzt der Joel? Ja, da bin ich selber gespannt drauf, wie das, wenn wir uns jetzt alle treffen, wie sie werden da tun. Der eine, der ganz kleine, der ganz frisch bei uns ist, wir haben uns ja am Anfang, an den ersten 3 Tagen immer wieder getroffen. Da ist er immer gekommen und hat, Alexandra, ich habe es geschafft. Und jetzt bin ich gespannt, ob er es auch wieder macht. Ob er kommt und voll stolz erzählt, dass er es eben geschafft hat. Und die anderen waren ein bisschen zurückhaltender. Und da muss man schauen, wie das sich wieder zusammenfinden. Jetzt sind noch 2 Wochen Ferien und das ist immer so eine Sache. Jetzt können sie alles verdauen und dann frisch starten. Nimmst du Erlebnisse jetzt mit auch so in den Schulalltag, wo du dann wieder aufgreifen wirst? Auf jeden Fall. Also, auch, ich habe gemerkt, dass wenn man mit ihnen etwas macht, wirklich nicht einfach, dass sie am Pult hocken und etwas lernen oder Aufgaben machen, sondern dass man mit ihnen rausgeht und wirklich mit Erlebnissen schafft. Das ist mir jetzt noch einmal wirklich plakativ klar geworden, was das alles bringt.